kurz vor 3:30 nachmittags am Leibniz-Gymnasium. Der Schultag ist für die 13-jährige Alena noch lange nicht zu Ende. 7. Klasse Grammatik Deutsch ist angesagt, gemeinsam mit ihrer Mentorin Jonscha Jelke. Wir treffen uns einmal in der Woche. Meistens lernen wir, das heißt, wir machen Nachhilfen oder bereiten uns vor für die Klassenarbeiten, die geschrieben werden. In 2 Jahren haben es die beiden zusammen geschafft, Alenas Schnitt um 2 Noten zu verbessern, sogar in ihren schwachen Fächern. Mathe war halt nicht mein Fach und seitdem ich sie habe, macht mir Mathe auch viel mehr Spaß. Die beiden sind eines von 80 türkischstämmigen Schülermentorenpaaren des Projekts AB Abla. An 5 Stuttgarter Schulen begleiten Oberstufenschüler und Studenten ehrenamtlich Kinder mit Migrationshintergrund. Das Ziel ist es, zwischen Lehrern, Schülern und ihren Eltern zu vermitteln. AB Abla heißt ja großer Bruder und große Schwester und genau diese Rolle übernehmen unsere Mentoren. Es geht hier nicht um nur Nachhilfe, pauken, sondern viel außerhalb der Schule, Unternehmen, einfach in den Familien ein Mitglied sein. Ins Kino gehen, Museumsbesuche, gemeinsame Familienausflüge, wie hier auf dem Stuttgarter Killesberg. Jonscha und Alena sind ein eingespieltes Team. Als große Schwester gehört die Mentorin längst zur Familie. Die ist halt immer für mich da. Die, ich weiß nicht, die ist einfach meine echte Schwester, sag ich mal so. Auf die Unterstützung ihrer großen Schwestern und Brüder können sich die Schützlinge verlassen. Kummer, Ängste, Probleme in der Schule, die Mentoren haben immer ein offenes Ohr und bestärken das Selbstbewusstsein der Schüler. Dass sie nicht nur während der Zeit gut sind, auch danach noch, nicht nur den Hauptschulabschluss machen sollten, sondern den Realschulabschluss bis zum Abitur. Das wäre unser Ziel und ist auch unser Wille. Offiziell endet das Projekt nach der 7. Klasse. Motiviert möchte Alena eines Tages Abitur machen. Auf Jonschas Hilfe kann sie sich dabei verlassen. Der gemeinsame Weg der beiden Schwestern ist also noch lange nicht zu Ende.